Alle drei Taylor Swift-Konzerte hier in Wien wurden wegen Terrorgefahr abgesagt. Ein 19-Jähriger hat seinen Job gekündigt und meinte, er hat etwas Großes vor. Er wollte vor dem Stadion, wo die Konzerte stattfinden sollten, so viele Menschen wie möglich umbringen und das durch Sprengstoff und Stich- und Hiebwaffen und sich dann anschließend selber umbringen. Obwohl viele Fans extrem enttäuscht sind, denke ich, es war die richtige Entscheidung. Oder was glaubt ihr? Eine Frage, die sich für mich vor allem stellt, ist die folgende. Warum zur Hölle sollte ein 19-Jähriger sowas tun? Was läuft in dir drinnen ab? Wie kommst du auf die Idee, so viele Menschen umbringen zu wollen? Vor allem an einem Taylor Swift-Konzert, wo extrem viele unschuldige Kinder und Jugendliche sind. Diese Frage versuche ich in diesem Video zumindest teilweise zu beantworten, denn traurigerweise kann ich in irgendeiner Form nachvollziehen, wie man an diesen Punkt kommen kann. Ich weiß, das ist eine extrem krasse Aussage, aber Leute, wenn man lost im Leben ist und sich der richtigen Gehirnwäsche oder der falschen Gehirnwäsche unterzieht, dann kann sowas passieren. März 2012. Ich war 18 Jahre alt. Und ich war mal wieder in einer Identitätskrise. Ich wollte mehr über die Kultur meines Vaters wissen, denn Arabisch wurde mir leider nie beigebracht. Durch die Sprachbarriere habe ich mich zu dieser Kultur noch viel entfernter gefühlt. Also begann plötzlich mein Interesse am Islam zu wachsen. Ich bin öfters in die Bibliothek gegangen und habe mir dort Sachen ausgeborgt zum Thema Islam. Bücher, DVDs. Auf YouTube gab es so mega spannende Vorträge von Vera Birkenbiel. Es war dann auch auf YouTube, wo ich auf diesen Typen Pierre Vogel gestoßen bin. Seine Videos haben mich mega gecatcht. Oft ging es um so harmlose und alltägliche Sachen, wie zum Beispiel, warum uns Fernsehsendungen so verblöden, warum man Alkohol nicht trinken sollte, warum Drogen schädlich sind, warum man nicht lügen sollte und so weiter. So ganz normale Sachen eigentlich. Und irgendwie hat alles so viel Sinn gemacht. Und so kam es dann, dass ich meinen Fernseher weggegeben habe. Ich war weniger auf Social Media. Damals war Facebook mega das Ding. Ich habe keinen Alkohol mehr getrunken, auch wenn ich mit Freunden unterwegs war. Ich habe das immer ganz stolz gesagt, dass ich keinen Alkohol trinke. Und das fiel mir mega leicht. Es war so ein Gefühl von, ich mache das für was Größeres. Ich habe mich so leicht davon beeinflussen lassen. Und es gab mir irgendwie so einen gewissen Hype. Und wie länger ich das Ganze durchgezogen habe, desto besser habe ich mich auch gefühlt. Leute, ich sag's euch, ich habe mich wie gereinigt gefühlt. Das ist so crazy. Über so eine Webseite, die auch von Pierre Vogel promotet wurde, konnte man sich dann sogar kostenlos einen auf Deutsch übersetzten Koran nach Hause schicken lassen. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe dann auch den Koran auf Deutsch gelesen und bin einfach mega tief in diese Materie eingetaucht. Nach einiger Zeit lernte ich dann auch einen anderen Muslim kennen. Unsere erste Begegnung war im Prater hier in Wien. Zu der Zeit hatte ich eine Freundin, in die war ich ein bisschen verknallt und die arbeitete an einem Stand im Prater. Und gegenüber von ihrem Stand arbeitete ein muslimischer Mann aus Ägypten. Und nach einiger Zeit sind wir dann auch ins Gespräch gekommen. Ich war wirklich eine Zeit lang fast täglich dort, weil ich einfach meine Freundin sehen wollte. Zu dieser Zeit war auch gerade Ramadan und so hatten wir genug Gesprächsstoff, weil er hat mich gefragt, so, warum fastest du nicht? Du bist doch Moslem. Und ich habe ihm halt meine Situation erklärt und warum ich eben nicht faste, weil ich eben sehr wenig von der Kultur mitbekommen habe und eigentlich gar kein Moslem selber bin, auch wenn mein Vater muslimisch erzogen wurde. Er fühlte sich dann fast schon verpflichtet, mir den Islam näher zu bringen, hat mir viel erzählt und am Abend, wenn die Sonne unterging, hat er sein Essen rausgeholt und hat mich auch gefragt, ob ich das mit ihm essen will und hat mich auch mal in die Moschee eingeladen. Also er war ein wirklich netter Mann. Und irgendwie habe ich immer strengere Ansichten bekommen. Und ich habe mir auch selber immer mehr Sachen verboten. Alkohol, Pornos. Ich habe auch meinen Bart nicht mehr rasiert. Auch wenn ich nicht wirklich viel Bartwuchs hatte, habe ich den einfach nicht mehr rasiert. Weil ich einfach dachte, ein richtiger Muslim muss das so machen. Und meine Friends haben mich dann auch immer mal wieder so gefragt, warum ich nicht einmal eine Ausnahme machen kann und mal wieder mit ihnen Alkohol trinken will. Dadurch habe ich mich irgendwie noch mehr von denen distanziert. Und irgendwann habe ich echt in meinem Kopf nur noch so in Gläubige und Ungläubige unterteilt. Das ist so krank. Und alle ungläubigen Menschen waren dann irgendwann für mich nicht schlechte Menschen, aber auf jeden Fall Menschen, die einen falschen Weg gehen und die irgendwann in die Hölle kommen. Ja, und dann sind irgendwann 6 Monate vergangen. Es müsste so im August, September 2012 gewesen sein, wo ich mir ein weiteres Video von Pierre Vogel angesehen habe. Dabei ging es darum, dass man als richtiger Muslim auch auf Musik verzichten müsste, dass man nur so eine gewisse islamische Trommelmusik hören dürfte und alles andere wäre haram. Ich war maximal verwirrt und dachte mir so, what the fuck? Wie soll ich ohne Musik leben? Und ab dem Tag fing dieses ganze Konstrukt an zu bröckeln. Irgendwie habe ich angefangen zu hinterfragen und ich habe angefangen, diese ganzen Gewohnheiten, die ich mir aufgebaut habe in den letzten Monaten, skeptisch zu betrachten. Dieser Tag war so der
Tag, an dem ich angefangen habe, wieder ein bisschen aus diesem ganzen Ding rauszukommen, weil ich einfach es nicht einsehen konnte, wie es einfach Sünde sein kann, Musik zu hören. So. Ja, und so kam es, dass ich dann nach einer Zeit doch gemerkt habe, dass dieser sehr fundamentalistische Islam, den ich da einfach von Pierre Vogel, von diesem sogenannten Salafisten mitbekommen habe, dass das überhaupt nicht mein Ding ist. Aber in dieser Phase, wo ich am meisten überzeugt war von dem Ganzen, gab es schon so Gedankenspiele, wo ich dann mir so vorgestellt habe, wie es wäre, sein Leben für eine höhere Sache zu geben, wenn man so quasi ein Märtyrer wäre, der für eine gute Sache stirbt. Ich habe in keiner Sekunde ernsthaft in Erwägung gezogen, irgendwie einen Anschlag zu planen oder Menschen wirklich umzubringen. Ich kann mich einfach noch erinnern, dass dieses Thema, dass ich das plötzlich mit anderen Augen betrachtet habe, dieses Thema Krieg gegen den Westen, gegen die Presse und diese ganzen Leute, die Lügen verbreiten, die den Islam in ein falsches Licht stellen. Und das ist ja teilweise auch wirklich so. Das sind ja so viele verschiedene Sachen, die zusammenkommen, wo auch da ein bisschen Wahrheit ist und dann wird die Wahrheit mit der Lüge vermixt und dann so als jüngerer Mensch fängst du an, eben Sachen irgendwie zu vermischen. Ich weiß einfach noch, in dieser Phase gab es Momente, wo ich mir dachte, ja, doch, jetzt nach dem, wo ich das gelesen habe oder das gesehen habe über den bösen Westen, der versucht, das und das mit dem Islam zu machen, sehe ich schon, dass Leute versuchen, dagegen zu gehen, auf irgendeine Art. Aber ich muss es nochmal sagen, ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, jemanden umzubringen oder einen Anschlag oder so zu machen. Ich konnte mit diesem Gedanken einfach plötzlich was anfangen. Irgendwie habe ich geglaubt, die Idee dahinter zu verstehen. Und wenn meine Umstände etwas anders wären, hätte ich nicht die Musik, die Kunst, meine Kreativität, die mir noch viel mehr Halt gegeben hat, als es die Religion jemals hätte tun können. Und wenn ich mich vielleicht einfach noch viel krasser in so einem Umfeld aufgehalten hätte und mit anderen im gleichen Alter, die gleichgesinnt sind, mehr Zeit verbracht hätte, vielleicht von außen auch noch aktiver radikalisiert worden wäre und dann vielleicht auch noch aus einem finanziell schwächeren Umfeld kommen würde oder eine weniger gute Schulausbildung genossen hätte, dann ja, wer weiß, Leute, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ich glaube es auch nicht. Selbst dann glaube ich es nicht, weil ich, glaube ich, einen zu moralisch korrekten Kompass hätte. Aber trotzdem, wenn man in den Nachrichten hört, so ein 19-Jähriger wollte das tun, dann ist man so weit entfernt, das irgendwie nachempfinden zu können. Und ich versuche euch nur zu zeigen, wie es vielleicht dazu kommen könnte. Ich will das echt nicht irgendwie rechtfertigen oder relativieren. Ich wollte euch mit diesem Video einfach ein mögliches Szenario aufzeigen, wie so junge Menschen vielleicht zu so einer Tat kommen könnten. Vielleicht läuft es aber auch ganz anders ab, keine Ahnung. Das Einzige, was ich habe, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe und das Gefühl, was ich da gespürt habe. Wenn man sich so verloren fühlt und irgendwo Halt sucht, wenn man sich sowohl im eigenen Land als auch im Land der Eltern als Ausländer fühlt, die Sprache des ausländischen Vaters nicht spricht, ich kann mir vorstellen, dass so Leute wie Pierre Vogel genau so eine Zielgruppe ansprechen wollen. Genauso Mischlinge, die in so einer Zwischenwelt leben oder sich zumindest so fühlen, als würden sie in einer Zwischenwelt leben und nicht da und nicht dorthin gehören. Und dann kommen eben solche Typen und setzen genau dort an und fangen genau dort an, dir einen Safe Space zu geben. Übrigens, dieser andere Mann, dieser Ägypter, den ich kennengelernt habe, mit dem ist der Kontakt dann abgebrochen, aber ich wollte auch gar nicht irgendwie etwas Schlechtes über den sagen. Das war nur noch ein zusätzlicher Einfluss, der mich noch mehr gepusht hat, aber ich glaube, der war gar kein Salafist oder so, sondern einfach nur ein anständiger, gläubiger Mensch, der mir helfen wollte, weil der war wirklich immer anständig, aber er war schon auch relativ offensiv, wollte mich eben in die Moschee mitnehmen, aber ich glaube, der hatte nichts Böses im Sinne. Abschließend bleibt nur noch zu sagen, gebt Acht auf eure Friends, die euch was bedeuten, und wenn ihr merkt, dass die sich in irgendeine weirde Richtung entwickeln, dann versucht vielleicht für die da zu sein und erstmal zuzuhören, vielleicht Interesse zu zeigen und nicht gleich dem ersten Impuls folgen, der vielleicht eher Ablehnung ist und eher gleich mal sagen, du bist weird und lass das, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht nur so Kleinigkeiten sind, die dann einen großen Einfluss in die darauf folgenden Taten haben und dass vielleicht manchmal so Menschen gar nicht viel mehr brauchen als jemand, der da ist für sie, der ihnen zuhört und vielleicht auch das Gefühl vermittelt wird, dass man irgendwie so zusammen ist, dass man gemeinsam ist und dass man nicht alleine ist. So, achtet auf eure Leute. Man kann das vielleicht eh nicht immer verhindern, wenn sich jemand so krass radikalisiert, aber man kann auf jeden Fall achtsam sein und versuchen, ein offenes Ohr zu haben und da zu sein für die Leute. Ich hoffe, das Video konnte euren Horizont etwas erweitern und ich würde mich freuen, wenn ihr Gedanken, Ideen, Tipps oder Erfahrungen unten in die Kommentare schreibt, den Kanal auch gerne abonniert und ja, ich würde mich über eine Diskussion freuen auch, wenn ihr irgendwas dazu beizutragen habt. Es tut mir echt leid für alle Taylor Swift-Fans, die nicht ans Konzert gehen konnten. Ich glaube, es war besser so. Ich bin froh, dass eventuell eine Katastrophe verhindert wurde. Aber natürlich ist es trotzdem mega traurig und mega scheiße, dass wir in einer Zeit leben, wo einem so etwas einfach durch sowas versaut wird. Also dann, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Peace.